Auf Andy lastet ein Fluch. Immer wieder erlebt er denselben Tag. Und es ist ausgerechnet der Tag, an dem er seine zukünftigen Schwiegereltern kennenlernen soll. Wir haben herrliches Grillfleisch gekauft. Auf dich. Kommen Sie rein. Würstchen, Brutzeln schon auf dem Grill warten, darauf schnabuliert zu werden. Einfach immer der Nase nach. Einfach in die Sonne, mitten in die Sonne. Klingel einfach ignorieren. So. Puh. Ich bin so glücklich, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ja. Mein Gott, ich dachte schon, es geht nie gut. Aber jetzt sind wir ja da. Toll. Was ist denn cool? Machst du Grillparty? Das finde ich cool. Hi. Das ist mein Bruder. Hallo. Freut mich. Hi. Marc, wir sind ein bisschen unter uns gerade, wollen ein Grill mit Eltern von mir. Nee, ist ja schön, dass ihr hier draußen grillen könnt. Weil bis zu einer Zeit hat es noch ziemlich gerochen draußen, das war so unangenehm. Vielleicht kommst du ein andermal nochmal vorbei, okay? Ja, weil Andi hat hier mal in den Garten gekackt. Und hat's, aber es riecht gar nicht mehr, ne? Das ist schon ganz lange her, da gab es ein Problem mit der Abwasserleitung. Das riecht ja geil. Was ist das? Oder? Hey, Marco. Das ist ja ein geiles Parfum. Bist du Prostituierte? Marco, das ist meine Mutter. Deine Mutter ist Prostituierte? Das finde ich ja geil. Und du bist ihr Zuhälter, oder? Nein, ich bin ihr Mann. Ja, kann doch trotzdem sein, dass sie ja auch der Zuhälter sein, dass wir sich kennengelernt haben auf der Arbeit. Das Markus, reicht jetzt. Zuhälterei. Oder waren sie ja Freier? Das reicht. Waren sie schon mal hier? Also irgendwie, ich kenne ihr Gesicht, glaube ich, so ein bisschen. Oder sind sie Politiker oder machen sie Werbung oder okay, was? Okay, Marco. Jetzt weiß ich. Trägst du manchmal Frauenkleider? Ja, ne? Doch, wir haben uns kennengelernt bei transfetisch.com. Da bin ich auch. Doch, du bist Ebi Maki. Er kann mich jetzt nicht gleich erkennen, weil ich trage auch immer Frauenkleider bei transfetisch.com. Und dann machen wir so Chats und daher kennen wir uns. Guck, du bist Ebi Maki. Das ist gar nicht möglich. Guck mal, auf hier. Guck mal, das ist Eberhard. Da trägt er dieses Kleid. Du hast da mein Cocktailkleid an. Das ist, wo der Po rausguckt. Siehst du? Wo die eine Pobacke so rausguckt. Und ich habe genau das Kleid. Und so hatten wir uns kennengelernt. Steck das Handy wieder ein. Das habe ich dann auch angezogen, ne? Jetzt warte doch mal. Ich habe das nun mal ausprobiert. Steh doch dazu, Ebi Maki. Goll, ist das Sour Cream und Onion? Schon wieder nichts. Kann Andi den Fluch brechen? Jetzt dranbleiben. Mehr auf penny.de. Ja, ziemlich unlocker für eine Prostituierte deine Mutter.